herzlich willkommen zu Part 22 von Let's Play The Sims 4 Aurora Legacy. Ich kann es nicht glauben, dass wir schon bei Part 22 sind. Es ist wirklich richtig krass, weil, also ich habe immer das Gefühl, wir starten immer gerade erst und dann ist es plötzlich schon Part 22. Aber es ist einfach nur toll. Im letzten Part haben wir uns sozusagen von Kimora verabschiedet, was jetzt ja eigentlich nicht so schön ist. Aber wir haben da einen sehr schönen Schwesterntag draus gemacht und haben dafür gesorgt, dass unsere liebe Laura, also quasi unsere Halbschwester, also... Nee, Stiefschwester, ich weiß nicht, wie man es nennt. Also, sie ist ja nicht unsere leibliche Schwester. Dass sie nicht mehr ganz allein auf der Farm ist, denn wir haben eine Katze für sie adoptiert. Die liebe Belle. Und ja, das war sehr aufregend. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das gerade aufgenommen, deswegen ist das doch... Die Gefühle sind noch sehr akut, dass ich diese Katze wieder abgeben musste. Aber ich habe ja mehrmals gesagt, oh, da kommt meine Katze. Guck mal, da fühlt sie sich direkt angesprochen. Oh, Maya, wo bist du denn? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Maya? Hä, habe ich jetzt Halluzinationen? Oh mein Gott, die war hier gar nicht. Hä? Das geht schon wieder gut los hier auf jeden Fall. Haben wir jetzt für Laura eine Katze besorgt. Und das war sehr schön. Und ja, irgendwie fühlt es sich gut an, dass Kimora und Tiana ja jetzt wieder im Himmel sozusagen vereint sind. Und ich hoffe, dass es den Schwestern auch schnell wieder besser geht. Also sie haben sich schon gut gemeinsam aufheitern. Nee, gegenseitig aufheitern können, nicht gemeinsam. Und ja, im heutigen Part heißt es dann wieder ein bisschen hasseln. Denn unserem lieben Elliot geht es nicht so gut. Er leidet sehr darunter, dass seine Omas nun tot sind. Und wir möchten ihm gerne ermöglichen, dass er eben sein Baumhaus bekommt. Und deswegen werden wir da heute dran arbeiten. Und ich hoffe, wir kriegen das hin. Also ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und let's go! Vor uns sehen wir unsere überaus traurige Aura. Am Anfang hatte sie nicht so gehittet, aber mittlerweile trifft sie das schon sehr. Und hier hinten im Hintergrund sehen wir unsere liebe, wie haben wir sie nochmal genannt? Lama Del Rey. Sie ist ein bisschen unglücklich und schmutzig und so, weil wir uns jetzt in der letzten Zeit nicht so gut um sie kümmern konnten. Deswegen werden wir mal ganz kurz uns erst um uns selber kümmern und dann werden wir uns um unsere Lama Del Rey kümmern. Wir haben jetzt auch 1 Uhr in der Nacht. Eigentlich möchte ich jetzt auch nichts essen. Ein kriegt mir ein Bauchschmerzen. Also ich kriege immer Bauchschmerzen, wenn ich nachts esse. Aber Elliot geht es gerade ganz gut. Deswegen lassen wir Elliot dann einfach ganz kurz mit ihr interagieren. Werden sie mal füttern und dann werden wir sie putzen. Und dann geht es ihr hoffentlich auch schnell wieder besser. Ja, fein. Super. Und dann werden wir den Stall noch schnell ausmisten. Und dann ist heute natürlich auch noch ein etwas schwieriger Tag. Denn heute ist der erste Tag des Winters. Der Winter ist da, was für uns nicht sonderlich gut ist. Ja, weil wir... hier so leben. Also ich meine, wir haben ja jetzt mittlerweile ein Dach über dem Kopf, aber ja, trotzdem wäre es besser, dass der Frühling bald mal kommt, damit wir dann unsere Blumen dann auch wieder besser anpflanzen können. Warum legst du das jetzt nicht in den Müll, Brudi? Und natürlich unsere Blumenfähigkeit, also die Blumenstraußfähigkeit wieder weiter ausbauen. Was hat er hier noch für Ängste? Draußen bei nachts selbstsicher sein. Ah, okay. Oh, ja, das ist natürlich jetzt belastend, dass unser Müll so aussieht. Gut, also ja. Elliot, du gehst jetzt erstmal auch schlafen. Heute ist ja auch Sonntag, das heißt, er kann dann den ganzen Sonntag auch ein bisschen länger schlafen. Aber er hat sich immerhin auch um die Pflichten gekümmert, die auch damit einhergehen, wenn man eben so wohnt, wie wir wohnen. Warum hat er denn jetzt einen Albtraum? Angst vor der Dunkelheit, Angst vor Monster. Ach Mann. Ah. Okay, und das Monster hat auch gar keinen Bock auf ihn. Dann fragen wir unsere Mom jetzt, ob sie das einsprühen kann. Und dann bringen wir Elliot nochmal ins Bett. Wie gesagt, er leidet da wirklich sehr drunter. Also er ist auch die ganze Zeit sehr, sehr traurig. Deswegen, ja, wäre es schon schön, wenn wir ihm dann irgendwas Schönes kaufen könnten. Ich habe ja schon diesen Baum hier platziert, wo ich dann das Baumhaus dran bauen möchte. Also ich bin mir noch nicht ganz zu 100% sicher, wie ich es machen werde. Aber, oh, ja, noch mehr Leute wollen unsere Sachen kaufen. Das ist sehr, sehr gut. Aber wir kriegen das schon hin. Und ich glaube, das wird cool dann am Ende, wenn er dann da eben seinen Rückzugsort auch so ein bisschen hat. Und dann habe ich überlegt, wie wir es machen sollen mit unserem lieben Lou. Denn ihr wisst ja, dass ich überlegt hatte, ob er unsere Love Interest ist oder nicht. Dann habe ich mir festgestellt, dass er verheiratet ist und gleichzeitig aber auch noch ganz viele andere Frauen datet. Und ihr habt gesagt, dass das ja aber typisch Aura wäre, dass sie eben quasi auf ihn reinfällt. Dann hatten wir ja erst kurz überlegt, ob wir dann daraus quasi die nächste, also die Generation Belle machen. Also dass das dann quasi das Biest wird, das Kind von Lou. Aber nicht das gemeinsame Kind mit Aura, sondern dass Lou halt ein Kind kriegt. Ist ja auch egal. Aber ich bin davon jetzt doch ein bisschen weg, weil ihr mich darauf hingewiesen habt, dass die nächste Generation ja eigentlich perfekt passt, wenn wir da der Reihe nach gehen und dann wirklich mit Anna weiterspielen. Nee, mit Elsa. Genau, mit Elsa, glaube ich. Ist ja auch egal. Ich muss da nochmal genau gucken. Auf jeden Fall war ich ja auch eigentlich bei Lou. Ich habe jetzt auch eingestellt, ihr habt mich darauf hingewiesen, dass man das hier einstellt, nicht bei MC Command Center, dass die halt nur in Moonwood Mill in der Beast-Form quasi sind. Und deswegen ist Lou jetzt auch wieder mal in seiner menschlichen Form.
Form, was sehr, sehr schön ist. Und ich habe jetzt gedacht, weil Aura soll ja noch irgendwie ein Kind bekommen, aber ihr habt euch gewünscht, dass es ja voll cool wäre, wenn Aura einfach mal die alleinstehende Mama bleibt, die eben keinen Mann an seiner Seite, an ihrer Seite hat. Und deswegen brauchen wir dann trotzdem ja irgendwie noch einen Samenspender sozusagen. Deswegen habe ich überlegt, ob sie mit Lou halt so ein bisschen anbändelt, aber das halt dann nicht ganz so gut funktioniert, weil er eben ist, wie er ist. Aber wir werden sehen, was da noch in Zukunft kommt. Aber das war jetzt so der grobe Plan, den ich entwickelt habe, weil ich Lou schon generell sehr, sehr gerne mag. Und deswegen wird Aura jetzt wahrscheinlich in naiver Weise mit einem verheirateten Mann eine Affäre anfangen. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir lassen sie jetzt erstmal hier alleine schlafen. Ich quatsch die ganze Zeit und ach, jetzt guck mal, steht sie schon auf. Voller Wut. Toll, Kontrollverlust. Super. Ja, wir verschicken jetzt erstmal unsere Sachen, die wir auf Plopsi verkauft haben. Also wir haben für den Pullover kriegen wir 215 Simoleons, für den Pullover kriegen wir 277 Simoleons und für den kriegen wir 935 Simoleons. Aura, du bist einfach geil. Und sie hat eine Unternehmerfähigkeit Level 3 erreicht. Einfluss zu erlangen und verschiedene Arten Geld zu verdienen ist der Schlüssel zur von Aura Peony angestrebten Weltherrschaft. Zu diesem Zweck kann sie jetzt einen Geschäftsplan entwerfen. Okay, keine Ahnung, wie das geht. Oder ist das am PC? Karriere? Nee. Haushalt? Ich weiß nicht so richtig, wo man die Sachen machen kann, die sie jetzt hier mit der Unternehmerfähigkeit immer freischaltet. Möchtest du deine Ideen vom Funken bis zur kleinen Firma und schließlich zum großen Unternehmen bauen, dann auf, indem du deine Nebentätigkeiten weiter ausbaust und bei Gelegenheitsjobs und der Freelancer-Karriere brillierst? Hä? Wir waren doch in der Freelancer-Karriere. Warum ist sie nicht mehr in der Freelancer-Karriere? Habe ich das gelöscht? Im Arbeitsamt registrieren. Wie lautet dein Jobtitel? Was? Ich weiß nicht mehr, was ich da stehen hatte. Ich nenne es jetzt einfach die Strickliesel. Man nennt das doch so, oder? Es gibt doch so eine Strickliesel. Warte mal. Strickliesel. Tatsächlich. Oh mein Gott, das kenne ich nur von früher. Okay, sie ist einfach die Strickliesel. Ich stricke Strickdinge. So. Hä? Ist hier jetzt wieder irgendwas buggy? Habe ich schon wieder... Ich glaube, ich habe schon wieder irgendeine Mod nicht geupdatet oder so. Naja, wir werden ja sehen, was da in Zukunft bei rumkommt. Falls ihr da mehr Infos zu habt, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne schreiben, weil ich mal wieder maximal lost bei einem Spiel bin, was ich seit 8 Jahren spiele. So, wir werden mal in der Dusche singen. Oh, was ist denn jetzt... Oh, das Leben ist schön. Das Ableben eines Sims mitzuerleben kann Bedauern über die Vergangenheit hervorrufen, aber in der Nähe eines Sims zu sein, das den Aura Peony sehr mag, lässt sie positiv in die Zukunft blicken. Denkt sie das über Elliot? Das ist so süß. I can't. Das ist so niedlich. Aura, du süßer Vogel. Oh, und Sebastian ruft an. Er möchte mit uns zum Flohmarkt gehen. Möchten wir mit Sebastian zum Flohmarkt gehen? Ja. Vielleicht finden wir irgendwas Schönes. Oh, wir waren ja noch in der Dusche. Upsi. Hoffentlich sind wir jetzt nicht nackt. Okidoki, Antishoki. Wir sind in Senmeshino. Und hier ist ein Mann mit Brüsten. Viele nackte Männer. Es ist einfach nur schön. Okay, und Sebastian ist natürlich auch da. Wir haben ihn lange nicht gesehen. Deswegen werden wir jetzt einmal zu unserem Boy hingehen und ein bisschen Spaß mit ihm haben. Ein bisschen lustig. Mach mal einen Witz über seine Akne. Spaß. Wir erzählen mal eine lustige Geschichte und dann gucken wir mal hier drüben, ob es irgendwas gibt, was wir kaufen möchten. Ich meine, eigentlich haben wir jetzt gerade alles, was wir so brauchen. Natürlich wäre so ein Sofa schon sehr schön, aber dafür haben wir einfach kein Geld. Kein Platz, wollte ich sagen. Naja, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit Sebastian jetzt hier was essen. Wir essen eine Runde vor, weil es ist ja jetzt Winter. Obwohl, was gibt's denn da noch? Da gibt's indische Sachen. Oh mein Gott, ich liebe das alles so. Mann, die City Life Challenge hat mir auch so viel Spaß gemacht, Leute. Das war so cool mit den Rezepten, die alle zu erlernen und sowas. Das war richtig, richtig cool. Ich bin heute irgendwie so in so einer nostalgischen Mut. Also wie gesagt, ich habe ja eben den Part von Aura aufgenommen, also den 21. Und da habe ich auch so voll in Erinnerung geschwelgt. Und ja, irgendwie kann ich nicht aufhören. Ich muss die ganze Zeit an alte Zeiten denken und jetzt hier so die City Life Challenge. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Challenge von allen, die ich bisher gemacht habe, also auch von den Disney Legacy Staffeln, also da dann die einzelnen, also Cinderella oder Snow White Legacy und so weiter. Oh mein Gott, wir haben Attraktivitätsalarm. Achtung, ich gucke sofort. Welche Challenge da eure allerliebste war? Ich kann es echt nicht sagen, weil jede Challenge so besonders auf seine eigene Art und Weise war. Deswegen, ja, kann ich das überhaupt nicht sagen, weil Rags to Riches war mega geil mit Katie. City Life hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die ganze Disney Legacy ist einfach so gemütlich und wohltuend irgendwie. Aber trotzdem hatten wir da so viele schöne und auch dramatische Geschichten. Und es ist einfach nur toll. Und Gold Digger liebe ich sowieso. JD ist einfach JD. Und ja, die neue Challenge, die wir in der anderen Welt quasi spielen, die wird auch richtig cool. Und ach, es ist
ist einfach nur toll. Meine Little Sims sind einfach toll. Man könnte meinen, ich mag meine Sims, ne? So, wir haben einen Attraktivitätsalarm, aber wissen nicht auf wen. Auf Lennox. Ist das Lennox? Okay. I mean, okay. Sollten wir uns jetzt bei ihm vorstellen? Ich meine, das ist Aura. Wahrscheinlich nicht, ne? Wir können uns nicht kokett bei ihm vorstellen. Das finde ich schon ein bisschen lustig. Bitten Sammelobjekte ein? Hä? Was ist das denn? Ja, versuche ich. Ich mache ja einfach mal. Keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, ja. Ich nehme das hier mal. Und was macht das jetzt? Wir haben ein neues Objekt eingetauscht. Okay, und was haben wir jetzt? Quarz. Das ist, das andere war, glaube ich, mehr wert. Wir wurden beschissen, Leute. Naja, das ist aber auf jeden Fall Lennox. Kennen wir ihn jetzt? Nee. Mann, ich habe die ganze Zeit Halluzinationen, dass meine Katzen hier neben mir rumlaufen. Ja, keine Ahnung. Stelle ich mich jetzt vor oder nicht? Naja, wir stellen uns einfach mal nicht kokett vor. Hey, warum redet sie denn jetzt mit Ia? Ich wollte mich bei Lennox vorstellen. Wo ist Sebastian eigentlich? Ich habe so viele Fragen. Ah, er ist hier drüben. Hier ist er voll cool. Oh, können wir das mit Sebastian spielen? Ja. Yay. Oh ja, das Spiel sieht äußerst spannend aus. Ah, jetzt geht's los. Cool. Also das ist eigentlich das, was ich für ihren Sohn geplant hatte. Dass er das mit Karina machen kann. Ich meine, sind hier noch andere Sachen? Nee, ne? Weil sonst hätte ich gesagt, dass wir Karina und Elliot hier mit hin einladen, dass die das hier spielen können. Aber vielleicht können wir ja, kann Elliot ja jetzt gleich so fragen, Mom, können wir vielleicht mit Karina noch ein bisschen in die Spielhalle und du setzt dich einfach dahin und strickst ein bisschen und ich spiele ein bisschen mit ihr. Ist das okay für dich? Und wir sagen, okay. Okay, wir verschönern mal seinen Tag und werden jemanden parodieren und werden eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen. Ihr geht's auch schon viel, viel besser. Also sie leidet auf jeden Fall nicht mehr so darunter, dass ihre Moms verstorben sind. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Also sie hat wirklich, sie ist wirklich von guten Leuten umgeben. Das ist sehr, sehr schön. Mit Ash hatte sie jetzt länger nichts zu tun. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir das mal wieder aufrechterhalten. Beziehungsweise sie darf ja auch nur 3 Freunde haben. Das heißt, theoretisch müssen wir da ja auch schauen, wenn, also wir haben ja gesagt, Familienmitglieder zählen da jetzt nicht zu, aber wenn Lou noch ihr Freund ist, dann ist Sebastian ihr Freund. Wo ist Ash überhaupt? Da ist Ash. Naja, mal gucken. Und Marco ist ja theoretisch auch noch ihr Freund, aber den müssen wir direkt, also den müssen wir mal aus ihrem Leben streichen, auch dass sie nicht mehr Freundschaft halt haben quasi. Können wir ihm per SMS die Freundschaft kündigen? Können wir nicht. Schade. Naja, können wir das über dieses Sozialhase-Ding machen? Nee. Dann werden wir nun... Ach nö, Mann, das ist doch... Eine Stunde? Nee, habe ich keine Zeit für. Wir gehen jetzt in das Spielecenter, was ich vor 2 Parts ja platziert habe, damit wir jetzt auch nochmal ein bisschen Zeit mit unserem Sohn verbringen, weil wir jetzt ja auch wirklich viel unterwegs waren und uns viel um Familienangelegenheiten gekümmert haben. Deswegen wird es natürlich jetzt auch Zeit, dass wir uns mal wieder um unseren Sohn kümmern. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich das platziert habe. In Willow Creek? Ah ja, Big Al's Arcade. Sehr gut. Oh, ich weiß nicht, ob Aura Karina kennt. Ach egal, wir gehen einfach mit Elliot dahin und dann werden wir Karina einladen. Wollen wir Luda mit hin einladen? Obwohl, ich wollte eigentlich stricken. Wir müssen ein bisschen für unser Geld hasseln, Leute. Wir haben jetzt keine Zeit für Männer. Wir müssen stricken. Ich finde es auch toll, wie jetzt hier die ganze Zeit auf meinem Ecosia Strickliesel offen ist. Okay, Elliot ruft dann jetzt seine Freundin Karina an. Einladen, auf Grundstück abzuhängen. Wir müssen mal Kimora und Tiana noch ins Jenseits entlassen, damit sie nicht die ganze Zeit hier noch in unseren Freundeslisten auftauchen. Also ich möchte natürlich sehr lange was von denen quasi haben, aber es ist ja trotzdem nicht sonderlich realistisch. Also, das ist die Spielhalle, die ich platziert habe. Was hier noch so ein bisschen fehlt, ist so eine Ecke. Ich habe euch ja auch gesagt, ihr sollt welche erstellen, ne? Aber ich weiß nicht mehr, was ich für einen Hashtag gesagt habe und wann ich das gesagt habe. Oh Gott, wait. Ich muss mir das immer aufschreiben. Ich bin so doof. Ihr habt mir auch eine Liste zusammengeschrieben, welche Hashtags ich bisher so verwendet habe. Richtig geil. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es veröffentliche, also wo ich es veröffentliche. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, da die Hashtags zusammenzuschreiben. Warte, ich guck mal jetzt. Okay, ich glaube, da habe ich nicht gesagt, dass ihr das erstellen sollt. Ich blick nicht mehr durch. Ich sag euch dauernd, ihr sollt irgendwas bauen. Ich bin einfach schrecklich, ne? Okay, ist nicht so schlimm, dass hier dann nicht so eine Chill-Ecke ist. Dann werden wir Aura sich einfach hier oben hinsetzen lassen. Wie kann man denn auf einem Stuhl ein faules Nickerchen machen? Also ich meine, es geht alles, aber okay. So, Karina wird auch gleich da sein. Sehr cool. Du kannst ja so lange mal hier alleine. Obwohl, jetzt kommt Karina schon, dann können wir hier mit Karina einmal auch dieses Arcade-Spiel spielen. Sehr cool. Süß. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wie die 2 Nerdies dann hier zusammen rumdörden. So, nee. Du sollst dich da hinsetzen und dann sollst du nämlich eine Runde stricken. Machen wir einen Pullover? Obwohl die...
Ich glaube, wir müssen uns wirklich auf die Tierkleidung konzentrieren, weil also dieses Fuchs-Outfit, das war jetzt zweimal richtig wertvoll. Können wir damit. Das Problem ist, dass das immer in der Herstellung quasi teuer ist, weil wir da farbige Wolle für brauchen. Wir müssen dringend mal die Wolle färben, also dass unser Lama farbige Wolle hat. Wir machen es jetzt einfach mal heute in Weinrot. Wo gehst du denn jetzt hin? Ach, sie setzt sich nach draußen, süß. Und Elliot, was machst du? Du solltest doch mit Karina spielen. Ach, Mann, süß. Er ist so unsicher, dass er sich gerade ein bisschen Selbstzuspruch gibt. Kannst du auch? Ach ja, er kann. Bowlen. Wir machen mal zu einem Three Frames, keine Ahnung was, einladen, dass wir mit Karina ein bisschen Bowling spielen. Oh, er mag Bowlen nicht. Kann er gerne haben, weil ich meine, das ist ja auch jetzt keine Nerdy-Sache, Bowlen, aber er kann ja sagen, ich mag lieber die Computerspiele. Ach, das ist auch eine Fähigkeit. Aber süß, wie die beiden ein bisschen zusammen bowlen. Oh, okay, Elliot. Und dann werden wir immer sagen, dass uns Bowling nicht so viel Spaß macht. Und dann werden wir ein bisschen über die Schule reden. Oh, fand sie nicht so lustig. Anscheinend mag sie Bowling sehr gerne. Aber manchmal muss man ja auch Sachen machen, die man nicht so gerne mag. Wir stricken jetzt einfach noch so eins. Wir stricken jetzt noch so ein Outfit für, was denn das teuerste? Farbenprächtiger Nackenwärmer. Warum kostet der denn 300? Ach so, weil das Regenbogen. Aber dann ist es vielleicht ist das eine Investition. Leute, bin mir nicht sicher. Wir gehen jetzt mal all in, okay? Es kann sein, dass es ein absoluter Fehler ist, aber egal. Wir brauchen Geld und da muss man manchmal ein bisschen investieren. Und guck mal, Karina ist auch schon gar nicht mehr traurig, was auch super schön ist. Sie war ja auch sehr traurig über die letzte Zeit, weil sie ja auch jemanden, den sie liebt, verloren hat quasi. Also eine geliebte Person, was die zwei ja so ein bisschen verbunden hat. Dann werden wir jetzt mal über Spielzeug reden und werden dann gleich mit ihr hier vielleicht nochmal so ein Arcade-Spiel spielen. Oh, und Elliot hat gewonnen. Guck, Elliot, gar nicht so schlecht. Oh mein Gott, also du bist aber auch eine Rakete. Aura, also Heidewitzka. Seht ihr, wenn wir es jetzt normal verkaufen, kriegen wir nämlich schon 478 Simoleons. Das heißt, wenn wir das auf Plopsi verkaufen, kriegen wir bestimmt richtig viel. Also ich hoffe es zumindest. Welche Qualität hat das? Normal, scheiße. Das ist natürlich jetzt tragisch. Weil wenn wir das nämlich in so richtig guter Qualität gehabt hätten, das wäre schon richtig gut gewesen. Aber egal, wir machen noch was. Wir stricken jetzt, was der Zeug hält. Bis dir die Finger bluten, Dornröschen. Ist ja irgendwie auch ein bisschen lustig, ne? Oh, und Karina setzt sich hier ein bisschen zu uns. Spielst du noch? Ja. Mann, er ist immer noch die ganze Zeit traurig. Och Mann, mir tut er so leid. Ich meine, wir haben jetzt 1100 Simoleons. Vielleicht können wir ihm ja das Baumhaus schon bauen. Oh! Oh, ach nee, ich wollte gerade sagen, es will jemand was kaufen, aber nicht Bella Grusel hat geschrieben. Einfach klasse, danke. Ich würde dir eine gute Bewertung schreiben, aber das ist mir gerade zu viel Arbeit. Die sind immer alle so nett, ne? Kein Superstar Nancy schreibt genau das Gleiche. Und lustiger Clown schreibt, dein Paket ist bereits eingetroffen. Der Artikel übertrifft sogar meine Erwartungen. Danke. Hey, wie schön. Wir reden jetzt hier gerade auch ein bisschen mit Karina. Wie süß. Wir stellen uns mal fröhlich bei ihr vor. Sie furzt uns erstmal ins Gesicht. Das ist auch immer nett. Oh, und wir sind schon wieder fertig. Also, wow. Aura, du bist einfach eine Maschine, weißt du das? Ich meine, wahrscheinlich liegt es jetzt daran, weil sie halt Stricken Level 10 hat. Deswegen ist sie wahrscheinlich jetzt so schnell, ne? Oh, wir haben ja auch schon 23 Uhr. Oh mein Gott, Karinas Eltern bringen uns um. Heidewitzka. Wir müssen nach Hause, Karina. Komm gut heim. Du kannst im Dunkeln nach Hause gehen. Ist mir egal. Spaß. War ein Witz. Die findet schon nach Hause. Wir müssen auf jeden Fall auch nach Hause. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, wenn ich das Geld, was wir jetzt haben, für Elliot ausgebe. Aber ich meine, ich habe beim letzten Mal gesagt, wir haben kein Geld, wir können kein Geld für Elliot ausgeben. Und dann habe ich jeden anderen Scheiß gekauft, außer was für unser Kind. Also eigentlich wäre es jetzt voll gut, vor allem, weil er jetzt gerade so traurig ist. Aber ich war aber schon wieder vergessen, wie ich das bauen wollte. Weil ich habe nämlich überlegt, ob wir zwei von diesen Bäumen nehmen, dass quasi das Baumhaus mit, also zwischen den beiden Bäumen ist. Wisst ihr, dass das zwei Stelzen sind? Und dann, okay, das wird jetzt vielleicht ein bisschen Pain mit anzusehen, aber wir schaffen das. Vielleicht ein bisschen näher hier rüber. So, so. Und dann müssen wir erst so ein. Warum? Nicht genug Geld. Verstehe. Aber das lösche ich ja eh wieder. Das ist ja nur für die Stabilität. Und dann machen wir da oben drauf nämlich das Baumhaus. Warte mal, welche Höhe habe ich da? Klein. Können wir das niedriger machen? Oh. Nee, so. So wollen die das nicht. Ach Mann, Leute, es tut mir echt immer leid, dass ihr euch das hier antun müsst. Eine Halbwand, genau. Das ist. Nee. Das war nicht das, was ich meinte. Ha, schön. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Kann ich außerhalb der Grundstücksgrenze platziert werden? Ist ja eine Lüge. Stimmt ja gar nicht. Ach so, nee. Ah, Hilfe. So, und dann lösche ich das.
Und das? Und das da unten? Oh, nee. Dann lösche ich das da unten nicht. Ach Gott, wir müssen ja jetzt aufpassen, weil wegen des Mini-Hauses, ne? Naja, steht ja noch 65. Das ist ja easy. Okay, ich weiß noch nicht ganz genau, was mein Plan ist, Leute. Ist euch bestimmt noch nicht aufgefallen, oder? So, guck mal. Ja, jetzt ist da sowas. Das ist sehr gut. Jetzt werde ich den Baum hier so rüber tun und den Baum hier so rüber tun. Dann ist das quasi so in dem Baum. Wahrscheinlich ist es richtig Pain, da drin zu spielen, ne? Ich meine, man sieht es ja gar nicht. Hallo? Wo sind wir? Obwohl, so geht's. Wenn wir nah dran gezoomt sind, dann geht's. Und dann machen wir da jetzt eine Leiter hin. Obwohl, warte mal, können wir nicht da... Ach nee, dafür haben wir kein Geld. Wisst ihr, was ich richtig süß fände? Wenn hier noch so eine kleine Veranda wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Aber theoretisch können wir das ja da so hin machen. Wartet. Können das ja auch mit der Zeit dann noch verändern. Wie kriege ich nochmal... Hier sind Leitern. Eine Leiter kostet 96 Simoleons. Okay, dann lösche ich mal eine Wand. Nee, so habe ich mir das nicht gedacht. Okay, also ich glaube, wir brauchen doch nochmal einmal ein bisschen mehr Geld. Aber dann können wir auf jeden Fall da die Leiter hochklettern und dann ist es cool. Wir machen das da einfach mal komplett weg. Hey, das wird dann voll cool sein. Das ist schon mal ein guter Anfang, finde ich, oder? Also das da unten machen wir dann halt auch noch schön, ne? Also ist ja klar. Achso, jetzt konnte ich es löschen. Okay, dann machen wir das hier auch noch ein bisschen schöner, dass dann da vielleicht auch noch so ein bisschen Busch ist und sowas. Und dann wird das cool aussehen. I like it. Cool. Okay, dann werden wir jetzt nochmal ein bisschen mit unserem Sohn reden und über unsere Omas reden. Nicht über unsere Omas, sondern über seine Omas reden und sagen ihm, hey, hier ist deine Überraschung. Ich habe jemanden beauftragt, dir ein Baumhaus zu bauen. Und dann tun wir so, vielleicht als wenn das Lou wäre, weil Lou ist handwerklich begabt und er hat ihr Gefallen getan. Und davon ist Aura natürlich völlig hin und weg. Oh, süß. Oh, die zwei. Ihr seid wirklich sehr, sehr niedlich. Dann werden wir ihn noch ein bisschen bewundern und dann werden wir ihn dann auch ins Bett bringen. Weil morgen ist dann ja auch wieder ein neuer Tag. Aber irgendwie ja auch schön, ne? Dass die zwei so einen guten Zusammenhalt haben. Findet ihr die Idee cool, dass... ich sag gerade, wo ist das Baumhaus hin? Dass Lou dann das Baumhaus gebaut hat? Weil irgendwie finde ich's richtig cool. Also es sieht halt jetzt echt noch kacke aus, ne? Weil das auch keine Fassade hat und so. Aber das wird toll, ich schwör's. Dann machen wir da so eine kleine Veranda, also so ein Balkon mit so Holzbrettern. Nehmen wir hier so diese Holzbretter und das wird richtig cool. Ich glaube, das wird eine schöne Sache. Okay, Elliot ist im Bett, dann wird Aura jetzt auch ins Bett gehen und eine Runde schlafen. Oh, unseren Teppich möchte leider keiner kaufen. Das ist ein bisschen traurig. Schade. Oh Mann, unser Haushalt verkommt ein bisschen, ne? Ich glaube, Elliot hat auch keine Hausaufgaben gemacht, oder? Hat er nicht. Aber ich meine, unser Wochenende war gefüllt von Trauer. Ist ja ganz klar, dass man da nicht immer der Einser-Schüler sein kann, der er normalerweise ist. Aber sonst schlägt er sich ja immer so, so gut. Deswegen, ja, werden die Lehrer da hoffentlich auch mal ein Auge zudrücken können. Also... Armer Elliot, es tut mir auch ein bisschen leid. So, aber er hat ja auch noch ein halbes Stündchen. Vielleicht kann er dann nochmal eben die Hausaufgaben zumindest anfangen. Ja, wenn du jetzt noch bis nach Timbuktu läufst, dann geht es nicht. Na gut, okay, er will jetzt in die Schule gehen. Mach's gut. Oh nein, unsere Post wurde zugestellt. Okay, wir haben 89 Simoleons Rechnung. Das geht ja noch. Dann werden wir die gleich mal einmal begleichen. Ansonsten geht's ja eigentlich gerade, ne? Wir schlagen uns ganz gut. Wir kommen gut mit unserem Haus zurecht. Ich meine, es ist schon so, je älter Elliot wird, desto weniger können wir das natürlich so handhaben, dass wir in einem Zimmer wohnen. Aber ich meine, er könnte dann ja theoretisch auch in seinem Baumhaus schlafen. Ein unbekannter Anrufer. Wir reparieren deine Telefonleitung. Nimm nicht ab, wenn das nächste Mal jemand anruft. Moment, wer ist da? Auflegen. Wir legen einfach auf. Wir haben keine Zeit für solche doofen Späße. Und dann kann sie jetzt nochmal direkt was zum Mittag kochen. Ach, sie hat schon wieder einfach irgendwas genommen. Naja, egal. Macht sie jetzt einen Kuchen? Gebackene Schokomousse. Ja, perfektes Mittagessen. Und dein Sohn? Okay. Die Lehrer von Elliot haben es ihm anscheinend verziehen. Und er hat ein Schulprojekt mit nach Hause gebracht. Wahrscheinlich haben die gesagt, hey, das kann jedem mal passieren. Deswegen hier, streng dich einfach mit dieser Zusatzaufgabe an. Und dann können wir darüber hinwegschauen, dass du dich da einmal nicht ganz so gut geschlagen hast. Wir werden uns jetzt ganz kurz hier mal um unser Lama kümmern, damit wir dann da auch noch Wolle bekommen. Und dann werden wir ihm hierbei helfen. Er hat Level 5 der Mentalfähigkeit erreicht. Sehr cool. Okay, es möchte jemand etwas kaufen. 677 Simoleons. Nice. Sehr, 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 sehr gut. Oh mein Gott. Verkauf das direkt. Wir brauchen das Geld. Und dann kannst du ihm beim Projekt helfen. Oh mein Gott. Und Dorni ruft an. Okay, Dorni möchte schon wieder ein Kind kriegen. Dorni, mach. Ne? Tu es einfach. Frag mich nicht immer. Oh, fertig? Sehr cool. Oh, super. Okay. Oh mein Gott, und wir haben schon wieder 900 Simoleons. Toll! Okay, Aura hat aber auch schon wieder Hunger, deswegen werden wir dann jetzt was essen für beide zubereiten. Oh nein, oh,
Nein, warum habe ich den Kühlschrank verrutscht? Wir brauchen mal eine Tonne, ne? Ganz schön siffig. So eine hier. 200 Simoleons? Können wir so eine nehmen? Ich weiß halt nicht, ob die funktioniert. Aber bestimmt, oder? Müllern. Okay, sehr cool. Achso, ich wollte was zu essen machen. Dann wird sie für die beiden einmal... Komm, es gibt heute Macaroni mit Käse. Gibt es zwar dauernd, aber heute gibt es Macaroni mit Käse. Und du kannst ja Carina dann mal noch eine SMS schreiben. Oh, Dorni ist da. Hi, Tante Dorni. Dorni, bist du schwanger? Nee, kann sie aber auch nicht schwängern. Hä? Ist sie unfruchtbar? Weiß nicht. Hä? Ich habe das doch schon in dein Inventar getan. Also irgendwie ist das gerade ein bisschen buggy. Hi, Tante Dorni. Oh, süß. Wir werden mal unserer Tante ein Kompliment machen. Werden sie mal liebevoll umarmen. Werden ihr mal eine alberne Geschichte erzählen. Und wir werden mal mit kleinem Haus angeben. Toll. Du solltest kochen, Girl. Yay, Essen ist fertig. Oh, Dorni ist mit. Süß. Das ist niedlich. Das mag ich. Okay, dann quatschen wir mal mit Dorni. Ich weiß nicht, warum sie sauer auf uns ist, aber wir werden einmal eine geschickte Entschuldigung rauslassen und werden ihr dann mal eine dramatische Geschichte erzählen. Wie Lou das Haus gebaut hat, das Baumhaus. Und jetzt haben wir ja 800 Simoleons. Wir könnten ja noch mal ganz kurz ein bisschen schauen. Nina, du musst auch noch die Rechnung bezahlen. Vergiss das bitte nicht. Aber das Baumhaus, Leute. Wände sind aber auch so teuer. Warum sind Wände so teuer, ist die Frage. Warte mal, dann müssen wir mal hier vorne. Warum? Okay, mein Plan ging nicht auf. Ich habe wieder Scheiße gebaut. Ich hoffe, es hat keiner gesehen. Wir machen jetzt einfach Farbe ans Baumhaus, weil das sind auch wichtige Dinge. Eigentlich würde ich gerne so Holzpaneele machen. Also, dass wir so moderne Holzvertäfelung. Ja, das finde ich nicht, obwohl das ist ein bisschen zu akkurat. Ich möchte, dass das so ein bisschen aussieht, als hätten wir das im Meer gefunden. Spaß. Hier, manche Leute denken sich wahrscheinlich, was labert die denn immer mit ihrem Meer? Das ist auch gut. Das ist auch voll gut. Diese Wellblechdinger. Oder? Abgenutzte Holzverkleidung. Ja, weil das ist nämlich, das sieht so gut aus. Sieht nicht so selber gemacht aus. Obwohl das hier vielleicht noch, ne? Das ist auch schön. Ich glaube, ich finde das Holz ein bisschen schöner. Und das kostet auch nichts. Na doch, war günstiger. Billig, Leute. Billig, willig. Aber nehmen wir die? Ja, weiß ist gut. Ja, toll. Aber warte mal. Können wir da unten so einen Rahmen drum machen oder nicht? Als was gilt das da? Och Mann, oh. Oder wird das verändert, wenn ich da... Nee, ja, keine Ahnung. Das müsste ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal machen. Aber mit dem Holz finde ich das schon richtig, richtig schön. Warte mal, dann machen wir ja schon mal hier unten so ein bisschen Dreck. Nee, zu viel Dreck. Muss weicher sein. So, brauchen wir ein bisschen mehr Dreck. Mir zu undreckig. Das ist alles so richtig schmutzig. Nee, aber das ist, glaube ich, gut. Ja, und dann kommt da noch so ein bisschen Busch hin. Aber da habe ich ja wieder Probleme mit. Da weiß ich ja wieder nicht, was ich da brauche. Der Debug und ich, wir sind einfach keine Freunde, Leute. Nee, komm. Lassen wir das. Da treibe ich euch ja wieder einfach nur in den Wahnsinn. Hey, aber das finde ich voll cool. I like it. Very much. Sehr, sehr süß. Richtig, richtig niedlich. Elliot, freust du dich über dein Baumhaus? Auch wenn es noch nicht fertig ist? Ja, ne? Können wir noch irgendwas verkaufen, bitte? Brauch Geld. Aura ist einfach ich. Schlafen, Nickerchen machen. Oh, aber das ist süß, wie sie mit ihrer Schwester da sitzt. Wir haben im letzten Part die Bilder mit Dorni gemacht. Oh, süß. Oh mein Gott, ist es niedlich. Ei. Oh Mann. Wir müssen eins Dorni schenken. Das, wo wir sie auf die Wange küssen, schenken wir ihr. Einmal freundlich Geschenk geben. Oh, wir können ihr auch ein Blumenarrangement schenken. Aber wir wollen ihr natürlich ein Bild schenken. Der kleine Fotoabzug. Und hier machen wir dann noch die Rahmen drum. Rahmen hinzufügen, weiß. Oh, wir müssen wirklich mehr Selfies machen, ne? Weil das ist eigentlich so eine schöne Sache. Oh nein, Dorni! Ich will dir doch noch ein Geschenk geben. Dorni, bitte bleib noch hier. Ach Mann, du Nuss. Wir dürfen ihr es noch geben. Neues. Freut sie sich? Oh, sie freut sich. Okay, jetzt darfst du gehen. Mach's gut. Elliot, schläfst du? Nee, ne? Weil, also ich weiß, du bist gerade am Zocken, aber Elliot, ich möchte ein Selfie mit dir machen. Es ist kein dir vertrauter Sim in der Nähe. Hä? Warum ist denn jetzt Lilly nur hier? Kann man mit Kindern kein Selfie machen? Doch eigentlich schon, oder? Ich möchte ein Selfie mit ihm machen. Also von ihm kann ich ein Bild machen. Aber mit ihm geht nicht. Naja, wir stecken das hier noch eben auf Blopsy. Sehr gut.
Und mit dem Ausblick auf die wunderbaren Bilder von Dorni und Aura werde ich diesen Part an dieser Stelle beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es mal wieder sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das einfach richtig, richtig cool. Und ich freue mich auch sehr auf das Baumhaus von Elliot, wenn wir das dann noch weitergebaut haben. Falls ihr noch Ideen für das Baumhaus habt, könnt ihr es sehr, sehr gerne schreiben. Da freue ich mich natürlich riesig drüber. Was wir vielleicht auch noch unten drunter machen können oder so. Also ja, haut eure Ideen da einfach raus. Und was wir vor allem auch reinmachen können, was Elliot ja da oben alles so verstecken könnte. Da würde ich mich sehr über euren Input freuen. Und ansonsten hoffe ich, wie gesagt, sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi!